Rico und seine Frau auf die Bühne bitten. Mit dem tosenden Applaus natürlich. Mit dem tosenden Applaus. Ja, und ich freue mich einfach jetzt mega, euer Zeugnis zu hören und bin gespannt und wünsche euch einfach, dass Gottes Geist durch euch wirkt. Amen. Dankeschön, mein Lieber. Hey, das ist so gut, hier zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so zahlreich erscheint, oder? Also, wer von euch kennt uns nicht? Oh, ist doch eine ganze Menge. Gut, dann sollten wir uns vielleicht erstmal vorstellen. Noch eine Frage, bevor wir das tun. Wer war im März, wer kann sich daran erinnern, wer war mit dabei, als wir hier waren? 1, 2, 3, 4, 5, sind es doch eine ganze, fast alle, oder? Okay, also wir stellen uns vor, du bist? Heike, meine Ehefrau, ich bin der Rick, oder mit gebürtigen Namen Rico, aber alles sagen Rick, das ist okay. Wir sind seit 25 Jahren verheiratet, haben 2 erwachsene Söhne und fast eine Schwiegertochter. Und Heike arbeitet in Zwickau bei der Polizei und ist dort im Innendienst angestellt. Und ich bin seit 2 Jahren Gebetshausmissionar hier in Zwickau im Gebetshaus. Und ich habe einen Beruf gelernt als Kfz-Mechatroniker, habe da eine ganze Weile gearbeitet und habe dann nochmal Examen in der Krankenpflege gemacht und habe dann auch nochmal ein paar Jahre da gearbeitet. Aber jetzt bin ich im Gebetshaus seit 2 Jahren. Warum sind wir hier? Zeugnis geben, das ist so eine ganz spezielle und wichtige Sache. Und ich habe so mitbekommen, dass ihr eine Challenge hattet und da ging es wohl darum, dass ihr euch mal so merken solltet oder aufmerksam sein solltet, was ihr mit Jesus so erlebt. Stimmt das? Ich sehe nicht, da hinten nickt jemand. Also ich nehme das mal als genauso war das, oder? Letzte Woche, keine Ahnung. Und warum wir heute hier sind, wir wollen als Ehepaar, aber auch als Mann und Frau, als Bruder und Schwester für euch, wir wollen Gott die Ehre geben. Wir waren im März hier zum Input und wir haben euch da in diesem Zusammenhang eine Geschichte erzählt, die uns widerfahren ist. Also sprich, ich muss noch was erklären. Warum ich rede, ist einfach der Grund, weil meine Frau immer sagt, Rick, rede du mal. Und wenn du was zu sagen hast, dann häng dich einfach rein. Also, zur Geschichte. Wir waren im März hier bei euch in der JG und haben so einen Input gegeben. Und kurz zuvor, im Ende Februar, haben Heike die Diagnose erhalten, ein hochaggressiver Brustkrebs in der linken Brust. Das heißt, einer der meist streuenden oder hochaggressiv streuenden Krebsarten, die es gibt bei dieser Frauenkrankheit. Und das war die Diagnose. Und ihr könnt euch da ja vorstellen, dass es da einen ziemlich die Füße weghaut. Und wir haben stark das Wollen und das unbedingte Wollen, sage ich mal, dass wir als Geschwister, dass wir füreinander um Heilung beten. Und das nicht nur in unserem gemeinsamen Kontext, wie wir als Christen aufgestellt sind, sondern uns ist es echt ein Anliegen, für jeden um Heilung zu beten, der in irgendeiner Not steckt, was Gesundheit angeht, aber auch andere Nöte, ist ganz klar. Und wir waren bei euch und wir haben das erzählt und wir haben von euch etwas mitbekommen. Wir haben mitbekommen, dass wir hier von euch aufgefangen wurden in einer Zeit, wo wir keinen Boden unter den Füßen gespürt haben. Heike war in extremer Todesangst. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man dann als Partner daneben steht, dann weiß man eigentlich auch nicht, wie es weitergehen soll. Man weiß eigentlich auch nicht, was man raten soll.
Als wir bei euch waren, haben wir darum gebeten, dass ihr für uns betet. Und das habt ihr getan. Und das habt ihr getan in einer Art und Weise, wie wir von hier weggegangen sind, erfüllt mit Frieden. Das heißt, ihr habt so eine Art Feuertunnel gemacht und jeder hat für uns, indem wir auf- und abgegangen sind, habt ihr für uns gebetet um Heilung, um Ruhe, um Frieden. Und das haben wir buchstäblich am selben Abend oder schon während wir hier auf- und abgegangen sind, haben wir das gespürt. Stimmt? Ja, was dann gefolgt war, ich weiß gar nicht, die Chemo hattest du noch nicht, ne? Also Heike hatte zu dem Zeitpunkt eine Chemotherapie hinter sich, wovon ein Herzinfarkt entstand, den sie gerade so überlebte. Und aufgrund dieser Tatsache hat sie gesagt, okay Gott, das ist für mich ein deutliches Zeichen, ich werde die Chemo abbrechen, du wirst mich heilen. Und ihr habt es gebetet. Ihr habt das genau gebetet. Ihr habt gesagt, Gott, du kannst auch ohne Chemotherapie heilen. Und das hat stattgefunden. Das heißt, Heike hat ihre Ernährung komplett umgestellt. Sie verzichtet seither auf Zucker, auf Kohlenhydrate, auf Hefe und Milch. Und zum Zeitpunkt der geplanten OP kam dann noch ein positiver Test bei ihr dazu, weil ist ja klar, wenn man eine Chemo hat oder hatte, dann ist das Immunsystem einfach nicht mehr da und dann ist auch ein Test positiv. Da waren wir 14 Tage in Quarantäne, der OP-Termin wurde verschoben und das schon allein war eine Riesenherausforderung, weil wenn man weiß, dass man in seinem Körper einen hochstreuenden Tumor hat, da ist man nicht glücklich über jeden Aufschub, der da getan wurde. Aber wir haben erlebt, wie eure Gebete und die Gebete vieler anderer, wie die uns da förmlich einen Frieden geben lassen. Oder ihr habt so intensiv für Ruhe und Gelassenheit gebetet, für Heilung, für Wiederherstellung. Und das haben wir in dieser Zeit erlebt. Also wir hatten 14 Tage extreme Ruhe. Wir waren nicht irgendwie hektisch oder panisch, haben das Gott abgeben können. Danach folgte dann die OP. Und vor der OP hatten wir schon eine Markierung, da mussten wir noch zu einem Arzt fahren hier in Zwickau, der hat Kontrastmittel gespritzt und da wurden verschiedene Lymphknoten bei Heike geprüft und Wächterknoten. Und dann wurde die OP durchgeführt und das Ergebnis der OP war, dass zu dem Zeitpunkt der OP der Tumor schon über die Hälfte geschrumpft war. Das heißt, er war bloß noch halb so groß und die Wächterknoten und die Lymphknoten sind sauber gewesen, also keine Metastasen. Während Heike noch im Krankenhaus war, hat man das Gewebe oder das Tumorgewebe eingeschickt zu einer tiefen Prüfung und hat auch umliegendes Gewebe mit eingeschickt und da hat sich auch ergeben, dass dieses Gewebe, das tumorumliegende Gewebe, sauber ist. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt im Mai war die OP, im Mai, 1. Mai war die OP, war der Tumor schon die Hälfte kleiner. Alle wichtigen Maker, sage ich mal, die waren sauber und das tumorumliegende Gewebe war auch sauber. Das wussten wir schon an diesem 1. Mai. Das war für uns schon eine extreme Gebetserhörung. Dann ist es allerdings so, dass wenn man eine Chemotherapie abbricht, dass die Ärzte da nicht glücklich drüber sind. Und es folgten viele, viele Gespräche, warum und wieso sie diese Chemo-Geschichten nicht in Anspruch nimmt. Das haben wir dann immer gut erklären können. Das heißt aber auch, dass dann diese Antikörpertherapie gestrichen wurde, die eben nur im Zusammenhang mit einer Chemo erfolgt. Und dann hat man noch eine Bestrahlung, die auf einen wartet. Und wir hatten die
extreme Zusage auch aufgrund eurer Gebete, dass Heilung stattfinden wird. Und durch diese positiven Ergebnisse nach der OP waren wir auch wirklich ermutigt, auf diese medizinischen Dinge zu verzichten. Das heißt, Heike hat dann auch gesagt, okay Gott, wenn ich die Antikörpertherapie nicht bekomme, dann weiß ich, dass du das machst. Und das haben wir so den Ärzten erklärt, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht gern gehört wird, weil da hängt auch echt Kohle dran. Aber wir haben vertraut und Gott hat sich zu dem gestellt. Es folgte noch eine Bestrahlung, wovon wir nicht sehr glücklich waren, weil wenn gesundes Gewebe wieder bestrahlt wird, dann kann wieder Krebs entstehen, weil eben gesunde Zellen durch die Strahlen getötet werden oder vernichtet werden und Zellen mutieren können. Das war so ein bisschen ein Thema zwischen uns, wo wir gesagt haben, ich habe gesagt, Heike, ich fände es cool, wenn du es nicht machst. Sie sagt, ich probiere es aus, weil das ist ganz klar, jeder hat da so eine eigene Meinung. Letztendlich war es dann so, dass wir die Sache auch Gott übergeben haben und uns da völlig fallen lassen haben. Und Heike hat gesagt, okay, ich probiere das aus und wenn es mir nicht gut geht, dann breche ich das auch ab. Das war nach der ersten Woche schon der Fall, dass sie gesagt hat, mir geht's nicht gut davon, ich möchte das nicht mehr. Dann haben wieder extreme Gespräche stattgefunden und wir haben gesagt, Gott, okay, wenn du sagst, sie ist geheilt, dann schreit du ein. Dann kam ein Anruf, da war jemand dran, der sagte, wir würden euch gerne in Urlaub schenken dieses Jahr. Da findet aber im 15. September statt, ne? Am 15. August hat der Urlaub stattgefunden, das war Mitte der Bestrahlung. Also war für uns das, oder Heike hat es genauso wahrgenommen wie ich, das Zeichen, dass Gott eingreift. Und wir haben mit der Strahlenärztin gesprochen, haben gefragt, ob das möglich ist, abzubrechen. Sie sagte, sie versteht es zwar nicht, aber einer gewissen Weile hat sie dem zugestimmt. Und wir haben auch den Rest der Strahlung, oder Heike hat den Rest der Strahlung nicht in Anspruch genommen. Wir sind in den Urlaub gefahren, konnten mit der Ärztin noch beten. Das war krass. Und haben dann nach dem Urlaub die Bestätigung gekriegt von der Strahlenärztin, nachdem Heike wieder zu einer Untersuchung war, dass sie komplett geheilt ist. Also dass keine pathologischen Auffälligkeiten da sind. Also wer sich das auch anschauen möchte, wir haben die Dokumente dabei, auch als Beweis, dass Gott große Wunder tut. Warum erzählen wir euch das? Wir erzählen euch das, weil wir möchten, dass ihr wisst, dass das Gebet, was ihr gesprochen habt, seine Wirkung erzielt hat. Wir möchten, dass ihr euch bewusst seid, dass jedes Gebet, was gesprochen wird, von Gott erhört wird. Und wir möchten, dass ihr nicht blind irgendwelchen Dingen folgt, die Menschen euch sagen, sondern dass ihr im Vorfeld immer mit Gott ins Gespräch kommt. Und dass ihr in allem, was ihr entscheidet und tut, dass ihr da mit Gott drüber redet und euch von ihm und seinem Geist führen lasst. Es ist echt wichtig und wir haben das gemerkt, wie wichtig das ist. Wenn Heike die Chemotherapien, das waren 6 Stück, wären da 6 Sitzungen, wären da geplant gewesen, wenn sie diese durchgeführt hätte, würde sie heute nicht mehr leben, weil das ihr Herz zerstört hätte und weitere Organe. Und wir sind Gott so dankbar, dass er so krass eingegriffen hat, dass er wirklich auch uns die Beine von dem Boden weggezogen hat, weil wir da gemerkt haben, es hilft nur das blinde Vertrauen. Und wir möchten euch einfach Mut machen, als JG, als Team, sage ich mal, aber auch ganz persönlich, als einzelne, individuelle Herzen vor Gott, dass ihr ihm blind vertraut, gerade in der heutigen Zeit. Dass ihr einfach den Mut habt und sagt, Gott, hey, was sagst du dazu? Soll ich das tun? Sprich mit mir. Und Gott oder Jesus redet. Er redet wirklich.
Und wir erleben das seither immer intensiver. Wir erleben das auch in weiteren Zeugnissen, die wir gehört haben oder die wir selbst erleben. Diese Geschichte mit deiner Heilung, das ist nur eine von dem, was wir mit Gott erleben. Und wir sind in einer Versorgung von ihm. Ich bin mein Beruf oder mein Job, den ich jetzt habe, der ist auf Spenden finanziert. Und ich erlebe oder wir erleben, wie Gott versorgt. Jeden Tag. Immer wieder. Und wir möchten euch ermutigen, dass ihr euer Vertrauen wirklich auf ihn werft. Immer wieder, egal in welchen Umständen ihr gerade seid. Dass ihr nicht loslasst, dass ihr nicht zweifelt. Dass ihr nicht mehr auf die Umstände schaut, sondern dass ihr mehr auf Jesus schaut. Und dass ihr euch von ihm beeinflussen lasst. Wir möchten euch echt ermutigen, dass ihr nicht allem glaubt, was gesagt wird oder was gestreamt wird, sondern dass ihr es mit Gott macht und dass ihr sagt, hey, ich habe das und das gehört, das und das gerade empfangen, was sagst du dazu? Und wir möchten euch ermutigen, dass ihr weitermacht und für Kranke betet. Nicht nur für Kranke, sondern für alle Bedürfnisse, denen ihr begegnet. Und wenn das eine Entscheidung ist, ob ich, keine Ahnung, morgen dahin gehen soll oder nicht dahin gehen soll. Ich ermutige euch, oder wir tun das gemeinsam unbedingt, weil wir wissen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und ich möchte euch einen Bibeltext mitgeben, der uns dieses Jahr sehr, sehr wichtig geworden ist. Und ich glaube, auch in der jetzigen Zeit echt was zu sagen hat. Und da steht in Matthäus 28, Vers 18. Und da sagt Jesus, mir ist von Gott alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und das soll euch ermutigen in allem, was ihr gerade erlebt, in diesen irren Zeiten. Lasst nicht locker, werft euer Vertrauen nicht weg, auch wenn Zweifel kommen. Wir kennen diese Zweifel gut, oder? Ja, ich will jetzt auch noch was dazu sagen. Es war eine total schwere Zeit. Man hat wirklich Zukunftsängste. Und Gott hat mich aber aus dieser Zeit auch arbeitssituationsmäßig einfach rausgeholt. Und ich bin mir sicher, er hat mich vor vielem bewahrt. Und was er mich in der Zeit wirklich gelehrt hat, loszulassen. Weil ich bin ein Typ, der immer alles selbst machen will und ja, beten, alles schön und gut, aber wir könnten es ja noch selbst machen. Und es kommt aber dann ein Punkt, wo man nichts mehr machen kann. Also ich lag da in Aue auf der Überwachungsstation mit dem Herzinfarkt und ich wusste, wenn ich die Chemo weitermache, noch 5 Sitzungen von der gleichen Intensität oder noch schlimmer, weil der Körper ja immer mehr schwächt. Es wird mich umbringen. Und da halt einfach dann loszulassen und zu sagen, Gott, ich kann es nicht mehr. Mach du das. Und das war so eine großartige Situation. Ich lag da in meinem Bett und mein Herz schlug dann mittendrin irgendwie ganz langsam, so ganz normal. Und ich hatte da den totalen Frieden. Und ich wusste sofort, Gott spricht zu mir. Durch den Herzinfarkt, ja. Aber er greift mein Herz an, weil er mich da haben will. Und ganz einfach ihm zu vertrauen. Und dann durch die ganzen Umstände zu gehen, die Gespräche mit Ärzten. Ja, es ist eine schwere Zeit, aber werft euer Vertrauen nicht weg. Immer auf Gott schauen und er erhört Gebet. Also, ihr seht hier ein echtes Wunder vor euch. Und wer meine Geschichte kennen würde, der würde sagen, okay, es sind 2 Wunder, weil ein Jahr vorher war ich dem Tod sehr nahe. Deswegen bin ich hier noch so ein bisschen gepolstert. Aber wie gesagt, wir wollen euch Danke sagen, dass ihr für uns gebetet habt.
Wir wollen euch Danke sagen, dass ihr den Mut habt, das weiter zu tun. Und wir wollen euch ermutigen, das weiter zu tun, weil Jesus hat gesagt, jeder, der mich lieb hat und der meinen Namen in meinem Herzen trägt, der hat die Autorität, meine Autorität. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr in diesen Fußstapfen weitergeht. Lasst euch nicht durch Zweifel unterkriegen, durch Meinungen, durch keine Ahnung wen. Es spielt keine Rolle, vor allen Dingen nicht durch Angst. Angst ist der schlechteste Ratgeber. Und das, was ihr oder was wir gerade in diesen Zeiten erleben, das ist nicht von Jesus. Und das ist auch nicht sein Wille und auch nicht sein Plan. Angst oder mit Angst eine Gesellschaft zu steuern, das ist die andere Seite. Und das wisst ihr zu gut. Und ich ermutige euch, mit Jesus gemeinsam auch diesen Umständen zu begegnen. Mutig zu sein, zu hinterfragen und ihm blind zu vertrauen. Schön, dass wir hier sein durften und dass wir euch von dem erzählen durften, was wir erlebt haben. Es ist gut zu wissen, dass ihr betet. Macht das bitte weiter. Und vielen Dank. Und ihr seht, auch die Haare wachsen wieder bei meiner Frau. Und das ist cool. Also danke fürs Zuhören und danke für euer Gebet.